Selbsthilfe gehört neben ärztlicher therapeutischer Behandlung zu den etablierten Maßnahmen zur Überwindung vieler Probleme. Selbsthilfe sind Strategien, um alleine oder in der Gruppe Probleme zu bewältigen oder Lösungen zu finden. So ist eine Selbsthilfegruppe ein Zusammenschluss von Menschen, welche das gleiche Problem teilen oder das gleiche Anliegen haben. Ganz typische Probleme sind etwa der Umgang mit chronischen Krankheiten, Lebenskrisen, Sucht und so weiter. Es gibt jedoch auch themenoffene Selbsthilfegruppen wie zum Beispiel Männergruppen. Im Wesentlichen werden relevante Erfahrungen und Informationen ausgetauscht, die praktisch aber auch emotional Beistand bieten sollen. Weiterhin bekommt man durch die Gemeinschaft Motivation und emotionale Unterstützung. Auskunft über die vorhandenen und individuellen Selbsthilfegruppen kann oft schon der Hausarzt geben. Auch ein Kurs an der Volkshochschule oder anderen Instituten kann beispielsweise schon die Lösung eines Problems sein und bei der Bewältigung von Stress oder Ängsten helfen. Ein Gespräch mit guten Freunden, Verwandten oder einfühlsamen Partnern kann ebenfalls sehr helfen, oft einfach durch Wärme und Verständnis. Auch ein Ratgeber aus dem Buchhandel kann helfen, das Leben mit dem nötigen Fachwissen wieder in den Griff zu bekommen. Im Internet finden sich Anregungen und Foren zu allen möglichen Themen. Sie sollen helfen, Kraft zu schöpfen und Probleme zu lösen.